Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Heute immer wieder mittwochs die Auslosung im August. Zu gewinnen gibt es das Paper Pumpkin Set Gruß und Kuss. Das ist das erste Paper Pumpkin Set, was es wirklich weltweit gegeben hat. Und das erhält dann nachher die Gewinnerin. Die Gewinnerkarte, die ermittle ich mit Hilfe von Random.org und wir fangen jetzt an. Ich stelle euch erstmal alle Karten, die im Laufe des Augusts angekommen sind, vor. Da sind auch noch drei Karten aus dem Juli bei und zwar zur Farbkombi. So, und dann fangen wir direkt mal an. Das ist hier die erste. Die ist von der Caroline aus Limburg und habt ihr die drei Töne direkt nebeneinander. Und sie hat hier noch Blumen aufgesetzt. Die ist wunderschön, Caroline. Ihr merkt schon, wir machen das heute ein bisschen anders. Ich habe hier nur einen Ausschnitt, der etwas kleiner ist als normalerweise. Deshalb zeige ich jede Karte einzeln. Und es geht weiter mit der Karte zur Farbkombi von der Steffi aus Pulheim in quadratisch. Und sie hat das Pink tatsächlich mittig angeordnet und dann da noch das Geburtstagskind drauf verewigt. Sehr schön, ganz herzlichen Dank. Und die dritte Karte, die kommt von der Ingrid hier in Eilendorf. Und die Ingrid hat hier vorne drauf noch den kleinen Eisvogel. Ich glaube, das war mal ein Celebration-Set und im Hintergrund ganz viele Federn. Wunderschön. Vielen herzlichen Dank, ihr drei. Also die Karten kamen jetzt noch zur Farbchallenge. Und dann beginnen wir mit dem Kartenthema. Kartenthema war kein Designerpapier, also selbstgestaltete Hintergründe. Und diese Karte hier ist von der Magdalena aus Hamburg. Und sie hat einen marmorierten Hintergrund gewählt. Das ist ganz toll, wunderschön. Und dann den Schmetterling noch aufgesetzt. Herzlichen Dank, wunderschön. Und weiter geht es bei der Steffi aus Unterbrand. Sie hat hier die Kreise als Hintergrund gewählt und ineinander verlaufend dann aufgestempelt. Schwarzer kleiner Rahmen. Sehr schön, vielen Dank, liebe Steffi. Und dann haben wir eine neue Teilnehmerin. Das ist die Mechthild. Die Mechthild hat im Hintergrund einen Hintergrundstempel, vermute ich jetzt mal, und dann die Seerosen aus der Celebration aufgesetzt. Ganz toll, ganz herzlichen Dank. Ach, Mechthild ist aus Lürzweiler. Das hatte ich jetzt vergessen zu sagen. Vielen lieben Dank, auch dass du beim ersten Mal jetzt oder das erste Mal jetzt mitmachst. Weiter geht es mit der Caroline aus Limburg. Sie hat den Hintergrund aquarelliert und dann die Kolibris aufgesetzt. Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Und die Andrea aus Reutlingen hat auch den Hintergrund, das Hintergrundpapier selbst gestaltet mit den unterschiedlichen Blüten aus den Eisblüten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich kenne das Stempelset, aber mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Macht aber ja auch nichts. Ne? Ich glaube, ich muss es ein bisschen höher schieben. So ist besser. Ne? Dann das Ahornblatt noch aufgeklebt und hier unten auch noch mit den gestickten Rechtecken beklebt. Ganz toll. Die Kombi finde ich wunderschön. Vielen lieben Dank, Andrea. Moment, hier müssen wir mal gerade drehen. Das ist eine Karte von der Gabriele aus Haibach. Sie hat den gewonnenen Hintergrundstempel tatsächlich schon im Hintergrund aufgestempelt. Seht ihr, den hat sie im Juli gewonnen, wenn ich mich recht erinnere. Das ist dieser Maschendrahtzaun-Hintergrund, finde ich in der Kombi mit den Schmetterlingen und den Rosen. Eine klasse Idee. Vielen lieben Dank, Gabriele. Und die Ulrike aus Waldbröl. Mensch, langsam müsste ich doch die Orte von euch alle so hinkriegen, oder?
Naja, also sie hat diese ganzen Ticketstempel in den Hintergrund gesetzt und als Reisemotiv dann den Pariser Eiffelturm noch vorne drauf mit der französischen Lilie. Und sie hat mir dazu geschrieben, dieser Merci-Schriftzug, der ist aus einem Karton, jetzt darf ich das ja nicht nennen, ne? Wie sagt man denn jetzt da? Schaumkussbox. Und zwar ist das die innere Beschichtung, also das Papier quasi nach innen gedreht, einer Schaumkussbox. Und dann habt ihr dieses wunderbar metallische, die kann man übrigens auch hervorragend prägen oder mit Alkoholfarbe einfärben. Diese glänzende Beschichtung der bekannten Schaumkussboxen. So, das, na, hatte ich, aber jetzt muss ich das nochmal zurückholen. Also, das ist die Karte von der Ulrike in Waldbröl. Weiter geht es mit der Karte von der Ingrid aus Allendorf. Und die Ingrid hat den Hintergrund Fotopapier mit Alkoholfarbe gestaltet und dann diesen Baum und die Feen darauf gestempelt, oben die Texte. Finde ich eine tolle Idee. Vielen Dank, Ingrid. Und dann geht es weiter bei der Nicole aus Nettetal. Sie hat hier mit den Fischen gearbeitet. Das finde ich auch sehr schön. Und hier dann ein bisschen Meeresgetier noch aufgesetzt. Seesterne, Krebse und der Fischschwarm im Hintergrund und noch ein paar Pailletten aufgesetzt. Ganz, ganz lieben Dank. Sehr schön. Vielen Dank. Und das finde ich auch eine klasse Idee. Ich hoffe, man kann das gut auf dem Bild auch erkennen. Das ist von der Bettina aus Elmshorn. Und könnt ihr hier sehen, das sind die Blüten von der Hanfstanze, die es während der Celebration gab. Hier seht ihr sie ja auch, das ist diese Blüte. Und die Bettina hat sich eine eigene Prägeschablone mit diesen Blüten erstellt und hat dann also den Hintergrund des, ja, ich denke, es ist Brombeermus-Papiers geprägt mit diesem Blütenhintergrund. Das finde ich total super, mal was ganz anderes. Ganz lieben Dank, Bettina. Und die Steffi aus Pulheim, das ist die letzte Karte zum Kartenthema kein Designpapier. Und sie hat auch wieder, oder sie hat aquarelliert, sie hat hier Aquarellpapier, hat die Farben regenbogenartig hier auch schön ineinander laufen lassen und dann ein Etikett aufgesetzt. Deine Freundschaft ist ein Geschenk. Ganz toll. Lieben Dank, Steffi. Und dann geht es weiter mit dem Kreativ-Bingo. Da haben wir hier eine Aufstellkarte. Ähnlich wie eine Easelcard gemacht. Die ist von der Magdalena in Hamburg. Die Vögelchen vorne aufgeklebt, aufgestempelt. Dann kann man die Karte hochknappen, klappen und hat hier vorne den Stopper. Ich singe dir ein Geburtstagslied, denn es ist schön, dass es dich gibt. Und ganz lieben Dank, Magdalena. Und dann kommt als nächstes die Karte von der Steffi. Ich muss mir das gerade mal ein bisschen hier verschieben. Aus Unterbrand mit den niedlichen Panda-Mädchen und die Dreieraufteilung. Hintergrund mit Herzchen embossed. Sehr schön. Ganz lieben Dank, Steffi. Und weiter machen wir direkt mit der Andrea aus Reutlingen. Grün-Rot-Töne mit ein bisschen Band hier noch aufgesetzt. Dann hat sie im Hintergrund die Acrylblock-Technik verwendet, also Farbe mit dem Acrylblock aufnehmen, mit Wasser bespritzen und den kompletten Block als Hintergrund aufstempeln. Dann hat sie hier Blätter und diverse Pflanzenteile aufgestempelt und in den Vordergrund die tanzende Lady. Freue mich so sehr für dich. Hier unten auch noch ein bisschen
Untergrund unter die Füße gezeichnet. Das finde ich immer toll, wenn die Leute nicht so einfach in der Luft schweben. Das ist ganz wunderschön. Übrigens festgemacht, getackert. Das finde ich auch immer einen ganz schönen Blickpunkt, wenn man dann noch die Tackernadel an diversen Stellen sieht und dann noch ein paar Sprenkel oder Tupfen aufgebracht. Ganz lieben Dank. Machen wir weiter mit der Gabriele in Haibach. Gabriele hat so richtig ins Aloha gegriffen. Ganz toll. Auch so schön farbenfroh und dann mit dieser Hibiskusblüte hier vorne die Äste glitterig, das Hintergrundpapier aufgesetzt. Hoffentlich haut mir jetzt nicht wieder das Glitzerpapier hier, das Spiegelpapier in die Kamera, aber ihr wisst, ihr konntet es schön erkennen, ne, was sie gemacht hat. Ganz lieben Dank. Machen wir weiter mit der Ingrid. Die Ingrid hat zum einen hier die Faux Stitching Naht gewählt beim Etikett und hat hier hinten diese, ja, wie soll man das Muster nennen? Fischschuppen. Das ist eine mit Strukturpaste und eingefärbt als Hintergrund aufgetragen. Hier vorne noch ein paar Palmen. Ich finde es großartig. Ganz lieben Dank, Ingrid. Und dann, oh, auf dem Kopf, die Nicole mit der niedlichen Robbe. Guckt es euch an. Das ist doch zu putzig. Sie hat Kreise und die falsche Sticknaht und wünscht einen schönen Geburtstag. Und im Hintergrund haben wir geprägte Wellen und da hat sie auch noch ein bisschen Glitter aufgetragen. Nicole, ganz, ganz lieben Dank. Wunderschön. Und weiter geht es mit einer Karte aus dem Paper Pumpkin Set Sonne pur, würde ich vorschlagen. Bettina, ich denke, da lege ich doch recht richtig, ne? Die Ananas müsste eigentlich daraus sein. Also die Karte ist wieder von der Bettina aus Elmshorn und sie hat im Hintergrund Pailletten aufgeklebt, dann die Ananas und noch ein bisschen Sonnenschein gewünscht. Ganz lieben Dank für die farbenfrohe Karte. Ah, quadratisch. Steffi. Steffi und ich, wir stehen auf quadratisch, glaube ich. Da haben wir hier die Steffi aus Pulheim, die in Strukturpaste aufgetragenen Wellen und dann die beiden oder den Schriftzug und den Anker in Spiegelkarton und hier noch ein bisschen Glitter in Türkis. Also das ist eigentlich ja ganz einfach gemacht, aber ich finde, es hat so einen tollen Effekt. Ganz herzlichen Dank, schöne Karte. So, seht mal. Das ist jetzt zum Kartensketch von letzter Woche. Ich finde es ganz toll, dass ihr noch so kurzfristig reagiert habt. Die Karten sind tatsächlich Dienstagnachmittag bei uns noch angekommen und im Mittwochsvideo jetzt schon direkt drin. Das ist die Karte von der Magdalena aus Hamburg und sie hat das Mohnblüten-Set verwendet, die Blätter in den Hintergrund, die Blüte ausgestanzt nach vorne. Dann hat sie hier noch ein bisschen für die zweite Lage Papier geprägt mit den Rauten und den Geburtstagsgruß aufgesetzt. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank, Magdalena. Und hier kommt die Meerjungfrau von der Steffi aus Unterbrand für den Lieblingsmenschen. Und sie hat auch den Hintergrund sehr schön gestaltet mit, sieht auch aus wie Wellen, ne? Das ist ein Papier, schätze ich. Und dann die hübsche Meerjungfrau aufgesetzt, noch ein paar Klecksstempel aufgesetzt und dann hier ein paar dunkle Strasssteine. Ich finde, es wirkt sehr schön. Ganz herzlichen Dank, liebe Steffi. Dann geht es hier weiter mit der Karte von der Caroline aus Limburg. In Rot gehalten mit dem Gänseblümchen. Hier unten noch das Tag mit dem Gruß. Alles zum Kartensketch. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Und die Andrea, die hat dann nochmal
den niedlichen Marienkäfer aus der Celebration hervorgeholt. Der ist auch zu schade, um den in der Schachtel versauern zu lassen. Alles Liebe zum Geburtstag. Noch ein Schleifchen vorne. Wunderschön, vielen Dank. Und die Gabriele, die hat eine 3D-Karte gemacht mit Bärchen, hat hier auch geprägt für den Hintergrund und Designerpapier aufgeklebt. Und hier vorne ist dann die neue Etikettenstanze, die man in diversen Längen und Breiten stanzen kann. Wenn du die Zeit genießt, ist der Moment perfekt. Ja, das ist wohl richtig, sollte man viel öfter machen. Ganz lieben Dank, Gabriele. Und dann kommt die Ingrid mit den Herbstfreuden. Sie hat hier mit der Baby-Wipe-Technik die Baumkrone eingefärbt und ich vermute, die Blätter sind auch so gemacht. Und dann hier noch zwei Blätter aufgesetzt. Ganz wunderschön, vielen lieben Dank, Ingrid. Und die Nicole aus Nettetal, die hat es mit Blüten gemacht. Hab einen tollen Tag. Designerpapier in den Hintergrund, ein großes Etikett und darauf die hübschen kolorierten Blüten. Ganz lieben Dank, Nicole. Und dann kommen wir schon zu den beiden letzten Karten. Da habe ich zum einen die Bettina in Elmshorn mit dem tollen Designerpapier zur Unterwasserwelt aus dem Jahreskatalog. Da bin ich ja wirklich total begeistert von. Hat sie die Schildkröte als Einzelmotiv genommen und die Seepferdchen hier für das Seitenpapier. Und im Hintergrund sind dann noch die wilden Wellen geprägt. Sehr, sehr schön, ganz lieben Dank. Und zu guter Letzt, nicht quadratisch, von der Steffi in Pulheim. Der Hund auf dem Skateboard, fühl dich geknuddelt. Der ist ja echt putzig. Ja, sehr, sehr schön. Der ist auch in 3D-Technik aufgeklebt, ne? Das weiß ich nicht, könnt ihr das gut sehen? Der ist mit Abstandsklebern aufgesetzt und fährt fröhlich durch die Gegend. Ja, und das sind die Karten für den Monat August gewesen. Zusätzlich waren ja die drei Karten aus dem Juli da noch mit drin. Ich lege mal ein paar jetzt hier auch noch mal drauf, damit wir ein schönes Hintergrundbild haben. Nicht nur meine Platte. Und jetzt geht's ans Auslosen. Wir sehen uns also gleich wieder. Ich bemühe jetzt mal meinen Helfer hier random und dann melde ich mich gleich zurück mit der Gewinnerkarte. So, und schon bin ich zurück. Das sieht ja dann immer viel schwieriger aus, als es ist. Ich habe die Gewinnerin ermittelt. Und zwar ist das die Karte, die ich an siebter Stelle vorgestellt habe. Ich kann schon mal sagen, das war eine Karte zum Kartenthema. Kein Designerpapier hieß das. Und die siebte Karte ist die Karte von der Caroline in Limburg. Jetzt nehme ich die bunten Karten wieder weg, damit ihr sie noch mal richtig erkennen könnt. Die Caroline hatte den Hintergrund mit Aquarellfarben hier gestaltet, zwei Töne und dann entgegen den Kolibri dann aufgesetzt. Dann Hello Friend hier unten als Text. Also das ist die Gewinnerkarte von der Caroline in Limburg. Ganz herzlichen Glückwunsch, liebe Caroline. Du bekommst von mir das Paper Pumpkin Set Gruß und Kuss von Shelley Gardner entworfen und das kommt dann in den nächsten Tagen zu dir. Da ist ein Stempelset bei, da sind diverse Kartenrohlinge, Band, kleine Metallaccessoires, das sind kleine Möwen. Ihr wundert euch jetzt, dass ich das Set jetzt hier nicht zeige, ne? Aber das ist in meinem Workshop-Raum und ich bin einige Etagen höher
im Wohnzimmer und ich hatte keine Lust mehr, nochmal runterzulaufen. Ich hatte das Set aber ja auch schon mal vorgestellt und ich denke, ihr kennt das auch. Und ich hoffe, du freust dich. Nächste Woche fangen wir dann mit den September-Challenges an. Mal sehen, also ich denke, diesen Monat ist bei mir ja hoffentlich wieder alles normaler. Da fangen wir dann auch mit dem Kreativ-Bingo an, nicht mit dem Kartenthema. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder rege mitmacht und mir Karten zusendet. Ich denke, ich habe im Moment auch mal eine neue Einrichtung, der ich die Karten dann mal zur Verfügung stelle, nämlich die Tierhilfe Belgien. Die Tierhilfe Belgien vermittelt Tierschutzhunde und mit denen sind wir gerade im Kontakt, weil wir ja gerne einen neuen Hund hätten, weil wir unsere Lotta ja vor 3 Wochen einschläfern lassen mussten. Und da denke ich mir, das ist wieder mal ein neuer sozialer Zweck. Da bietet es sich an und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir dann also ab nächster Woche wieder Karten zuschickt, die wir nach der Verlosung im September dann auch dahin weitergeben. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Seid kreativ, genießt die Zeit. Bis dahin, tschüss. Control. I am. Watch me go. Doing it my way.